Jo, hallo, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich bin schon mal hierher gelaufen, weil ich nicht richtig den Aufnahmeknopf getroffen habe. Und ja, aber ihr seht ja, wo ich bin. Es ist ja nicht viel passiert. Also da vorne geht's, kam ich raus, kennt ihr ja. Ja, und jetzt bin ich hier wieder. Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Oben auf dem Dach, ja, da liegt, glaube ich, noch irgendwas von mir. Aber da sollte ich ja nun mal nicht eigentlich irgendwie langkommen. Schätze ich mal. Ist das da oben ein Dach? Nee, warte mal. Moment! Jetzt kommt's wieder. Was ist wieder so? Fand ich noch nicht. Fernglas. Kann man hier irgendwie zoomen, ne? Okay, das war der falsche. Dann nochmal gucken. Falscher Knopf. Da haben wir's. So. Hm? Was? Warum? Wer hat er denn hier, ey? Auf jeden Fall war da oben, glaube ich, irgendeine Tür. Ach, da fällt mir ein. Stichwort Fat Roll. Vielen Dank für den Tipp, dass das ab 70% oder wie das war, ne? Ich glaube, ja, genau, nee, bis 70% geht die Belastbarkeit gut. Und ab dann ist. Der lebt ja noch. Und ab dann sind halt die Probleme mit, dass man eine Fat Roll macht, dass man ein bisschen überbelastet ist. So, ja. Deswegen habe ich auch so anscheinend teilweise Probleme mit dem Ausweichen und bin zu langsam. Und ja, das ist natürlich ein bisschen assi, wenn du dann versuchst, einigermaßen was reißen zu können. Ist ein bisschen schwierig, ja, also von daher. Dafür danke, ne, für den Tipp an Darksiders Gaming. Also von daher, das wusste ich, das wusste ich auch noch nicht. Auch ist ja so, das bedeutet ja, dass ich viel von dem Spiel weiß. Weil es ja so wie gar nichts von Dark Souls. Ich weiß nur, dass es schwer ist, ja, und dass man schreit. Aber jetzt mal, da oben drauf zurückzukommen, da ist doch eine Tür, oder nicht, dahinter? Weil sieht das nur so aus. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Sei denn, ich springe da runter, aber da... Ach, ey, deswegen stehen da wahrscheinlich die Fetten, ja? Diese fetten Ritter. Die bewachen die Scheiße, damit du da gar nicht erst in die Nähe gehst und da oben hinkommst. Aber ich könnte... Guck mal, ich kann auch da irgendwie rüberlaufen. Ach nee, da komme ich ja trotzdem... Oh, komm, warte mal. Nee, komme ich ja gar nicht hin. Ich dachte, ich könnte da so über das Tor rüber. Und dann da rauf und dann bin ich zumindest auch da, aber... Da oben komme ich ja trotzdem nicht hin. Das heißt, da hinten ist irgendwo eine Treppe. Und es gibt einen anderen Weg dadurch. Oder am Riesen lang und dann da oben lang. Da ging es da auch noch rein. Was war denn da oben überhaupt nochmal? Das muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Hör rein in die Sumpe. Warte, auch schnell. Er haut mich. Was ist das denn? Ach, der wieder. Ach, scheiße. Das war so nicht geplant. Ich finde ein bisschen Energie. Ist das hier? Ah, wieder so ein Blue Flag. Mal Rolle, Rolle. Wieso? Wer? Was war denn das schon wieder? Der hat Bock, mich irgendwie umzulegen. Da kommt er auch schon. Komm mal ran hier, Freundchen. Super. Er doof, ich doof, ja. Auf dein Wohl. Hört sich da schnell weg von ihm. So, vielleicht ist er hier irgendwo. Was ist das denn hier? Das ist schon ein Geheimgang. Hoho! Rolle! Da ist er wieder. Schnell weg.
Was war hier? War hier auch noch irgendwas? Ja, toll, der Nebel. Ja, warum ist da ein Nebel? Nebel ist auch immer ein Bosskampf, aber ich habe doch noch da hier gar nichts gemacht mit dem Boss. Nebel durchqueren. Oh! Warte mal. Da, ey! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall ist ein Boss. Gib mir die Pumpe wieder. Shit! Oh, aber schöne Musik haben sie hier. Hm? Andächtig. Ja, komm, pack mal. Boah, in der Mitte leuchtet rot. Der Penis da. Flammenpenis. Oh, hier Feuerwerk. Danke, Leute. Ganz gut. So viele Tränke habe ich gar nicht. Sag mal, wenn ich jetzt alle niedermesse, kommen die dann wieder oder? Dann muss ich Feuertypen weghauen. So geht's schon mal los. Oh! Bin ich aber mittendrin. Ich hab nur dabei. Warum droppen die nichts, ey? Jo, mach die anderen Richtung kaputt, Alter. Verdammt, kriegen die anderen mit dem Schwert der Arzt, ey. Jetzt haben die noch nicht rausgekriegt, was. Hätte ich mal den Blut genommen. Ah, mach ich gleich anstatt. Oh Gott, wie krieg ich jetzt eine Blut schnell? Das Inventar, wutz, benutzen, wieder raus. Alter Schwede, Freunde, das wird nichts. Hier macht ihr alles kaputt, ey. Ja, da hat er mich im Poppes getroffen. Boah, irgendwie werden das auch nicht weniger, oder? Ey, das ist meine Schelle. Hat er schon mal ein bisschen Schläge gekriegt? Ist das immer ein anderer? Oh! Kommt da neue? Da kommt neue, da kommt noch einer! Oh, also gut, dann bringt das nichts. Dann muss ich es einigermaßen logisch auseinanderziehen, dass ich immer an den roten komme. Das wird wahrscheinlich. Oh, jetzt ist ein fetterer Rote. Das wird wahrscheinlich der ganze Trick bei der Sache sein. Oh Gott, er haut zu! Lauf! Du sollst laufen! Na, endlich! Hat das kapiert? Der hat das auch kapiert. Wieder ein Dicker. Oh, komm nicht durch. Rolle! Rolle, Escape! Oh. Ah, fetzen die aber die Dinger um die Ohren. Wo ist er jetzt? Keiner von denen? Wieso läuft jetzt allein rum? Hallo? Der ist bestimmt jetzt allein unterwegs hier. Das ist bestimmt einer, der gerade respawned ist. Okay, ich denke, die ganzen Tote. Gut. Gibt's gleich eine Willkommensschwelle, Alter. Nein! Verfackte Sau! So, wo sind wir denn jetzt hier? Wollen wir mal rein hier in die Suppe? Er schüttelt sich nicht fertig. Da leuchtet keiner mehr rot. Jetzt ist einer rot geworden. Alles klar, wir doch nicht. Und dann springt er wieder weg. Ach, der hüpft, der Assi. Und dann ist er wohl halt nicht mal ganz weg. Huhu, der wollte mich gerade. Spaß und Macke. Das ist hier voll die Voldemorts, ey. Wow! Fehler habe ich ihn aber noch nicht weggenommen insgesamt. Schön reingelaufen, hast gesehen? Das Ding wollte ich Volley eigentlich nehmen. Ich könnte jetzt theoretisch mal erstmal ein bisschen weglaufen. Oh, da kommt schon einer. Schnell! Damn, Blut benutzen! Bam, Digga! Oh, jetzt kommt hier so einer hier, auch von Dark.
Sidus Gaming gesagt, das war gar kein PvPler. Das war ein Finstergeist, der immer auftaucht, wenn man sich für eine Blut reinpfeift. Und das in einigen Gebieten wohl dann immer eine auftaucht. Mit. Spring doch mal mit deiner Blut da hinten. Mit, du beschissener Fettsack, ja? Mit, ja, irgendwas, was man wahrscheinlich dann abmuten kann. So wie jetzt Schild und Schwert. Jetzt wäre so eine fette Zweihandwaffe der Hammer, ja? Was wir ja noch Helikopterhexler oder so. Boah, das kann ja dauern, ey. Boah. Nicht hier. Boah. Wo bin ich jetzt gelandet? Das hat wieder keiner ein, oder was? Wow, was ist hier los? Wer seid ihr denn, Alter? Ist das jetzt eine richtige Reaktion? Ich muss jetzt abhauen. Ich brauche mehr Ausdauer, bitte hier. So, zweite Phase anscheinend, jetzt werden sie stärker. Und anscheinend auch mehr. Hässlich, ja. Wow, ich brenne. Wow! Wow! Scheiß Feuerbastarde! Fucking Fernkämpfer! Was ist hier los? Du musst doch irgendwie ärgern. Von hinten schießen, Alter, weißt du? Gucken wir sie an! Au! Hat's. Oh, fuck, ey! Wow, da hab ich einen Fuß drauf, oder was ist los? Weg! Spring und zack! Tank nehmen! Ich glaub auch. Mann, kommst du auf einmal im Bosskampf, der rennt ja in so einer Scheiße. Ja, wenn du lang gelaufen hast, wusstest du, wo es lang geht. Wir wollten nur dann da oben hoch. Und wo bin ich? Scheiß Bosskampf. Und wo sie irgendwie Scheiße auf mich schießen. Und wo ich nicht mal an die anderen jetzt rankomme, die jetzt irgendwo dahinter sind, weil die jetzt voll die fetten Typen sind. Und der noch irgendwie über 50% hat. Und die kann er doch die Wände schießen. Ja, du. Hau doch mal rein. Da reck ich rein. Was ist denn passiert? Nimm das. Ja? Die Säcke. Mal richtig aufrollen hier. Und ausbleiben ist so. Ey, wenn die. Und die Dinger sind tief. Ja, hau mir das nicht. Ich dachte, läuft ja ganz gut und dann kommt so eine Pisse bei rum. Wollen die mich verarschen jetzt oder was? Jetzt muss ich den auch noch fertig machen, bevor ich zu viele Fluchdinger ab. Fluch. Habe ich was gegen Flüche? Nichts Effektives. Warte. Irgendwas gegen Flüche. Was ist das? Steckt vorübergehend Magieschadensminderung, Feuerschadensminderung, Waffe, rechte Hand, Feuer. Ich sollte mich auf jeden Fall mal bewaffen. Feuer, Blitz, repariert, Achso, okay. Beschleunigt vorübergehende Ausdauerregeneration. Pass mal auf, warum habe ich die ganze Scheiße eigentlich nicht auf Schnellbutton hier unten, Mann? Habe ich so einen Mist dabei, ja? Zack! Davon ist auch gerade nichts da, dann. Hä? Die aktiviert vorübergehende Fähigkeiten bei Feindeskontakt, ja. Zermalen für vorübergehend verbesserte Finderglück. Achso, Finderglück, ja, was soll ich da machen? Was ist das denn? Ja, Glut nehme ich gleich wieder. Ein bisschen Glut tut gut. Feuerschadensminderung, Magieschadensminderung, Fluchschadensminderung. Das wär's. Ich sehe gerade um Gewichtsverhältnis 88,5.
bin ich auf jeden Fall dadurch, das wusste ich ja vorher noch nicht, mit dem Schild und Schwert auf jeden Fall zielig runtergegangen. Nur, ja, von 70% aber noch allerhand entfernt. Und er hat geschrieben, bei 70,1 geht das schon los mit Fatroll. Also, ne, da bin ich ja 18,4 drüber, 18,5 drüber. Und bei, selbst wenn ich 18,4 weniger habe, bin ich immer noch in der Fatroll. Da bist du schon so dicht dran und hast es trotzdem nicht geschissen. Ja, toll, keine Ahnung, von hier, ja, repariert, ach so, fügt Waffe der Rechner einen Blitz hinzu. Blitz gegen die, ist der Feuer besser? Nehmen wir auch Blitz, mach ich auch rein. So, Fernglas, dann nehmen wir den nochmal raus und machen dafür. Das kann ich von hier aus, ich kann ja so und so wieder machen. Was war das jetzt, die Invasion in eine andere Welt? Nee! Deswegen dachte ich eigentlich, der eine wäre ein Dings gewesen, ein PvPler, weil du kannst anscheinend Invasion machen. Irgendwas gelesen hatte ich ja, so Feuerschadensminderung kommt auch noch rein. Fernglas nehme ich jetzt auch mal raus. Dafür mache ich jetzt rein. Ja, welcher von beiden ist schon stärker? Ich schätze mal der hier, weil davon kann ich weniger mitnehmen. Behalte ich mir aber lieber noch. Okay. Dann ist das soweit. Warte mal, ich kann ja. Ich bin überhaupt bescheuert. Der kann auch raus. Was soll das? Warum habe ich den da drin? So. Ja. Was war bei den Ringen? Hatte ich bei den Ringen irgendwas gegen Flüche? Schadensminderung bei geringer TP. Ja, das Ding brauche ich ja nun auch nicht. Wie ich auch rausgefunden habe durch Darksiders Gaming. Hat er mir auch erzählt in den Kommentaren. Da brauche ich einen Zauberstab für, um zu zaubern. Deswegen bringt mir der Heilungszauber nichts. Das andere Zauberteil nichts. Jetzt habe ich den auch noch umsonst gekauft. Und naja. So erhöht Giftresistenz. Da passiert nichts bei Fell. Ja, kann ich auch nichts machen. Was ist das Scheiße? Das Anti-Fluch-Großschild. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Da hatte ich die Stärke aber nicht. Und was ist noch das Problem gewesen? Ich hab's verkauft. Das ist das andere Problem. Genau. Ich muss gerade überlegen. Irgendwas war doch ja. Ja, es ist weg. Das war. Fuck. So. Wo lang? Da. Oh nee. Muss jetzt mal wieder an dem Dicken da vorbei. Vielleicht. Ich meine, ich werde sowieso schwerer. Vielleicht soll ich mal hier die stärkere Axt jetzt nehmen. Und hier geht Magie, Feuer, Dunkel, blablabla, geht auch alles hoch. Also für den Bosskampf nehme ich das jetzt. Bin ich zwar schwerer, aber ich glaube, das ändert ihm gar nichts. Habe ich Bolzen? Schwere Bolzen und Standardbolzen, ja. Wegen der Armbrust nämlich. So, jetzt muss ich da irgendwie... Was habe ich denn jetzt gemacht, ey? Scheiße, bin ich blöd. So. Und so. Ja. So geht das. Oh Mann. Okay. Ich will auf die dicke Kampfwurst aufpassen gleich. Ja, super! Schöne Scheiße! Ja, war ja klar, dass hier auch irgendwas sein müsste eigentlich. Kann doch nicht sein, dass du jetzt hier hinläufst und dann ist hier nichts. Unten ist Nebel, ja, wundere ich mich auch noch, aber gebracht hat's nichts. Muss ich aufpassen, kommt der Dicke? Nee. Dann schnell Glut. Feuer. Bäh. Und das Ding rauf und dann fetze ich da jetzt durch, Alter. Das glaubst du nicht. Oh, ihr Assis. Die gute Schelle. Da gibt es doch mehr Knete, mehr Schaden schon. Den Dicken, das braucht trotzdem gar nicht zu, dass der so jumpt. Soll
tatsächlich alle ein bisschen anschlagen und dann anschlagen wir wieder. Der springt wieder. Da gib mir die Pumpe. Seele des dunklen Diakons des Abgrunds oder was auch immer da und kleine Puppe. Okay. Verlorene Seelen dazu. Huh. Oh, pumpt mir da die Pumpe. Wieder hier. Ha, ha, ha. Oh, falscher Schild. Nicht hier. Okay. Kann ich verarschen? So kann man. Ach, da ist ein Feuer, sauber. Entfacht ist es. Geile Nummer. Ich suche nochmal diesen Puff hier ab, ey. Ob ich noch irgendwas hier mitnehmen kann. Alter Schwede, da denkt. Ey, mir prillert das Herz, sage ich euch, ey. Da kommst du hierher, wie gesagt. Läufst los, Aufnahme klappt schon mal nicht. Zum Glück noch gemerkt. Ja, dann gucke ich, wo ich lang will, weil irgendwo muss es ja lang gehen. Findest dich auf einmal ein Boss. Oh, das ist mir erst vorher nicht aufgefallen, ist Nebel, klar. Nebel ist immer Boss. Nur mich hat das im letzten Mal ein bisschen verunsichert, wie auch immer, weil war ich nicht dicht genug, glaube ich, dran, um zu sehen, dass da Nebel ist. Und B ist das andere Problem gewesen, dass ich was war denn das andere Problem? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich nicht gepeilt, irgendwie. Naja, das ist ja gut. So. Nein. Erstmal will ich ja zu dem Kollegen hier oben. Oh, was ist denn hier los? Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Andri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but
Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aha. Die waren die ganze Zeit doch nicht da. Sind sie jetzt plötzlich hierher teleportiert oder wie? Gerade jetzt, wo ich die Diakone gekillt habe, eine kleine Puppe bekommen habe, wollte sie eine Puppe haben? Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies and so becomes. Ach so, das war schon okay. Oh, sorry, aber bei dem Wetter. Ist ja alles nichts. Wo ist eigentlich der Dicke mit der riesen fetten Keule von der alten und von der blinden Frau? Aha, thou art returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Jo. Mal gucken. Was ist das hier? Kaskade, kleiner Kristall, Seelenmasse von oben, voll und was willst du denn, Alter? So, Kerzenalter des Klerikers, ja. Ist das jetzt, krieg ich das jetzt mit ein, mit welcher Seele krieg ich denn das? Ach, da steht's ja, Diakone des Abgrunds oben. Ja, toll, bringt mir jetzt nix. Glauben, 12, ja, so viel Schaden macht das Ding auch nicht. Das war's, Alter, was? Diakone, Kristallwesen, Diakone, Diakone, Kristallwesen. Ja, da bin ich immer noch nicht mit dem Rapier des Kristallwesens. Ist das vielleicht ein gutes Schwert oder nicht? Tja. Also Attributsbonus unten würde es ja nicht geben. E ist eher schlecht. C bei Glauben oder was? Intelligenz. Also wohl eher für Zauberer. Das heißt, ich könnte mir quasi die beiden Seelen reinpfeifen. Oder wie oder was? Do not. Soll ich das machen oder nicht, ey? Was ist, wenn ich es mache? Und was ist, wenn ich es nicht mache? Mach ich's? Naja, die kann ich mir reinpfeifen. Was soll ich mit dem Shit? Da gibt's da oben nur Zauberei-Kacke. Ah, wenn ich wüsste, ob man die für irgendwas irgendwann nochmal braucht. Hast du noch eine Seele von irgendeinem Boss dabei? Ja, klar, hier. Ja, super, kann ich jetzt das und das für dich machen. Danke, tschüss. So in etwa. Was soll denn mal die? Nochmal ein Dusender drauf da, du. So, das ist die Seele eines Kristallweisen und das ist die Seele von dem Typen. Was ist das denn hier? Bleiche Zunge, beweist, dass ein Eindringling, ein Träger der Glut besiegt hat. Achso. Mhm. Ja, super, eine bleiche Zunge. Auch nochmal irgendwo ein Zahlungsmittel oder was? Ich nehme jetzt einfach erstmal die hier. Benutzen. Ja, wie viel gibt denn das? 20.000, Alter, das sind 3 Level, die ich jetzt unten machen kann. Oh, jetzt bin ich aber versucht, die andere auch noch zu nehmen, ja? Vom Kristallweisen. Ah, egal. Nee. Ah, ich nehme sie. Ja, egal. 3.000. Toll. Hätte ich jetzt Essens genommen und gedacht, oh fuck, 3.000, dann behalte ich die andere lieber. Oh, Mist, ey, was mache ich denn jetzt? Welcome home, Ashen One. Ja, jetzt gehe ich irgendwo in 3 Level. Aha, 3 Level, ja, wo rein? Das ist die Frage. Und danach ist die Folge auch zu Ende. Weil ich jetzt nämlich wahrscheinlich in Belastbarkeit gehe. Pang, pong, pa. Und komme auf 55. Alter, das sind 3, das ist viel. Und komme auf 55. Das sind 3 Punkte mehr. Ich weiß ja nicht, ey. Mach ich nur 2 und dafür einen anderen noch bei Vitalität rein? Oder vor allen Dingen auch Kondition wäre auch mal nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen mehr kriegen würde. Wenn ich das jetzt wüsste. Guck mal, 11.000 brauchen wir schon, ey. Ich mach das jetzt einfach. Mir egal. Wobei Stärke auch mal langsam wieder hoch könnte. Farewell, Ashen One. May the so, kann ich auch irgendwas verkaufen oder habe ich was die alte braucht? Ah, well, how many...
Schade nicht. Gegenstand verkaufen. So. Was haben wir hier für ein Gerümpel mit? Rat suchen. Mehr Hinweise oder Zeichen ohne die Hilfe von Blutanzeigen. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Ich werde auch keine 12 Dings kriegen. Verkauf ich. Heilungshilfe. Tschüss. Ich habe keinen Zauberstab. Tschüss. Achso. Ja, tolles. Was ist denn das für ein. Das ist meine coole Stacheldingsbums. Drang Doppelhammer. Ein Doppelhammer mit 110? Alter, das Ding haut bestimmt rein. Ah, beschnittige Stärke 18. Da bin ich weit entfernt. Ich behalte es aber vorsichtshalber. Jo, Bolzen oder das Ding. Was ist jetzt? Der ist stärker. Kommt das Ding weg? Oder was? Oder nicht? Oder wie? Ja, Stärke 18 kann ich nicht benutzen. So, das war's dann mit dem Kack hier. Ne, Bolzen können weg. Wir sind nicht ausgerüstet. Ich werde die trotzdem verkaufen. Ja. Pam! Ja, der kann ja auch wieder raus. Der kann auch... Oh, 1000! Schön, dass ich jetzt alles verkaufe. Viele Punkte habe, die ich verlieren kann. Ja. Egal. So, jetzt werden die Waffen erstmal wieder gewechselt. Ich werde die Folge beenden. Ich danke auf jeden Fall... Hör doch mal auf zu quatschen, Mann! So, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Wäre echt geil. Hat mir Spaß gemacht, mit Darksiders Gaming zu schreiben. In den Kommentaren, das ist cool. Da hat man ein bisschen Resonanz, das macht Spaß. Also wäre ganz gut, wenn das weitergehen würde und auch andere dazu schreiben würden. Also, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nochmal auf jeden Fall sage, dann mache ich einfach aus, ohne was zu sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haut da rein.